dran, ich mache. Ja. Wow, Kevin hat abgerissen, Junge. Junge, als ob Max da auch drin ist. Oha, er hat hier die Melone zerstört, Bro. Hallo? Ja, Kevin, ich hab da mal eine Frage an dich. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und heute geht es auf jeden Fall um ein bisschen ernsteres Thema, denn wir reagieren heute auf den Burger-Pommes-Diss-Track von dem guten alten Eierkopf-Kevin, Leute. Und zwar bin ich tatsächlich auch, glaube ich, der allererste, der auf diesen Diss-Track reagieren darf, ne? Und zwar, ja, ich habe das Ganze nämlich vor allen anderen zugeschickt bekommen von Kevin. Und ich bin jetzt mal ultra gespannt, was alles drin vorkommen wird. Ich werde meine ganz persönliche, ehrliche Meinung sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Kevin hier nicht übertrieben hat, ne? Sonst müssen wir mal gucken. Und, oh, lol. Lol, das ist Pookie. Stimmt, Bro. In Stumblegeist ist das neue Map-Update da. Ich würde sagen, Leute, wir reagieren gleich auf den Diss-Track. Vorher gehen wir noch ganz schnell kurz in Stumblegeist. So, moin Porky, was geht? Hallo. Hast du schon die neue Map gesehen in Stumblegeist? Nee, zeig mal, welche. Und zwar siehe das Gold. Ich würde sagen, lass mal ein 1 vs 1 da drin machen, okay? So, Pookie, die neue Map ist auch aus dem Stumbles and Dragons Update. Und hier kann man direkt am Anfang einfach seine Klasse auswählen. Let's go, Leute, ich nehme mal das Portal. TP. Und dann, boom, durch die Wand durch. Alter, ich bin jetzt schon richtig weit vorne. Das ist okay. Ich hole dich gleich ein hier, komm. Nein, was für ein Hund, Junge. Let's go, ich hol das. Ey, du musst dich in Acht nehmen vor den bösen Kisten, ne? Manche Kisten greifen dich hier einfach an. Die tarnen sich erst. Und dann sind die in echt aber einfach Gegner. Echt jetzt? Ja, ja, das ist ultra krass. Oh mein Gott, ich bin der... Digga, ich bin hier so am Speedrun durch die Map. Ich nehme jetzt hier auch eine Abkürzung. Viel schneller. So, Leute. Einmal hier, zack, die Abkürzung. Alter, ey, ich bin ganz vorne gerade. Nein, ich hab die Abkürzung verkackt. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich bin richtig weit runtergefallen. No way. Leute, ich bin direkt hinter dir. Oh mein Gott. Ich habe übrigens diesen neuen Eulenskin. Hast du den schon mal gesehen? Der ist auch krass. Ja, der ist eh heftig. No, ich hätte... Oh mein Gott, warum habe ich das Portal nicht gedrückt? Da ist so ein Goldraum, so Dagobert. LOL. Ist das krass. Oh mein Gott, hier ist komplett alles voll mit Gold. Also Leute, installiert euch Stumblegeist über meinen QR-Code, um mich auch zu unterstützen oder mit dem Link in der Beschreibung und zockt auf jeden Fall die neue Map. Und Leute, Stumblegeist gibt es übrigens auch für Android, iOS, Steam, Xbox und noch bald PlayStation und Nintendo Switch, Digga. Let's go, Junge. Wir sind zurück beim Diss-Track, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal schön entspannt hier im DX Racer Gaming-Sessel an, Leute, und ich bin mal sehr gespannt, was der Eierkopf hier rausgehauen hat. Ich würde sagen, ich erwarte einiges, Leute. Der Burger-Pommes-Song, ihr wisst es, wird aber hier eingeblendet. Über 8 Millionen Aufrufe in einem Monat, Digga. Das ist wirklich krass. Also, ich finde das heftig, Leute. Und wir schauen mal, was Kevin jetzt hier zu seinem Disc gesagt hat. Ihr seht es nochmal, der Eierkopf, ne, im Burger-Pommes-Song. Das ist übrigens Kevin gewesen, für alle, die es nicht wussten. Ihr seht auch sein Merch-Logo von ihm. Ne, das ist quasi er gewesen, wo ich ihn so geboxt habe. Vielleicht gibt es hier jetzt die direkte Antwort. Ich würde sagen, let's go. Kein Mensch ist den Eierkopf. Das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Ah, warte. Okay, ich glaube, ich bin die Melone. Ne? Auf jeden Fall, Leute, ich bin der Melonenkopf. Und wir müssen jetzt nochmal ganz kurz analysieren. Er sagt, kein Mensch ist den Eierkopf. Kein Mensch ist den Eierkopf. Das... Doch, ich hab den Eierkopf gedisst, lol. Sie habt ihr euch eingebockt, jetzt löffelt's aus. Ah, jetzt löffelt's aus. Und Digga, er hat sich einfach McDonalds-Auto geklaut. Wisst ihr, ich bin der Beste jetzt im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Im Brawl Stars auf jeden Fall nicht. Ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Hack du Pommes in dein Burger rein, ich tick... Was? Warte, was? Nuggets und Curly... Wie Nuggets und Curly Fries? Was? Fries, hack... Pack du Pommes in deinen Burger rein. Ja, Bro, ich pack auf jeden Fall lieber die Pommes in meinen Burger rein. Du kannst gerne Nuggets und Curly Fries essen, Alter. Du Pommes in deinen Burger rein. Ich kick von deinen Songs deinen Burger rein. Ey! Nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Nur die coolen essen Nuggets und... Was? Und Curly Fries, Digga? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was Curly Fries überhaupt sind, Leute. Nee, also ich finde Curly Fries persönlich sogar auch lecker und ich stecke auch die Curly Fries in den Burger und ich stecke auch die Nuggets in den Burger. Es ist egal, Leute, ob Burger Pommes, Burger Nuggets oder Burger Curly Fries, das ist eine Bewegung und ich glaube, das hat der Eierkopf noch nicht ganz verstanden. Aber er hat sich auf jeden Fall mehr Mühe gegeben hier beim Anmalen der Melone. Ja, ich warte mal, ich mache mich mal in dieselbe Position.
Ich glaube, ihr habt bisschen zu viel Burger Pommes genascht. Eine Frage, wie viel Geld hat euch McDonald's bezahlt? Curly wusste nicht mehr ganz, was er noch schreiben. Ey, das fand ich auch so krass, dass so viele dachten, dass das eine McDonald's-Werbung oder Kooperation war. Bro, also, das war tatsächlich leider keine Kooperation. McDonald's, gönnt doch bitte ihr, ich hab gute Werbung für euch gemacht, Bruder, gönn. Nee, ich hab nichts von McDonald's leider bekommen, aber wäre schön gewesen. Warte mal. Wie viel Geld hat euch McDonald's bezahlt? Leider, wir haben nicht mal die Cheeseburger gratis bekommen im Musikvideo, Bro. Also, ja, so viel dazu. Und ey, wieso chill ich hier eigentlich auf dem Dach? Curly wusste nicht mehr ganz, was er noch schreiben soll. Also macht. Ach, Alter! Krass, das ist übrigens auch eine Anspielung hier. Curly, das Curly. Ist quasi, er hatte geholfen, beziehungsweise er ist der Songwriter von Burger Pommes Song. Er hat das Ganze sich so ausgedacht, den Text so, natürlich nach den Vorgaben und wir haben es natürlich überarbeitet zusammen. Ich wusste nicht mehr ganz, was er noch schreiben soll, also mach dir eine Kopie von meinem Song, das weiß ich doch. Lukas, du machst alles, was ich mache, doch du machst es nicht besser, bin hier der krasseste Rapper, du bringst nur Kacke von gestern und was du machst, hat kein... Alter, Kevin, hier übelst am Double Time, Junge. Oh mein Gott, das macht der No-Joke krass. Das müssen wir noch kurz anhören. Ich doch, Lukas, du machst alles, was ich mache, doch du machst es nicht besser, bin hier der krasseste Rapper. Du bringst nur Kacke von gestern und was du machst, hat keinen Geschmack, dann ist kein Salz oder Pfeffer. Ich kann euch alle drei wie Takis zerschmettern, ich mache. Yeah. Wow, Kevin hat abgerissen, Junge. No-Joke, also das muss ich ihm lassen jetzt, Leute. Rein vom Rap her. Jetzt No-Joke, egal was er jetzt gesagt hat. Bruder, hör dich nochmal diesen Double-Time-Part an. Digga, Kevin, was ist da los? Bezahlt. Curly wusste nicht mehr ganz, was er noch schreiben soll. Also mach dir eine Kopie von meinem Song, das weiß ich doch. Lukas, du machst alles, was ich mache, doch du machst es nicht besser. Bin hier der krasseste Rapper, du bringst nur Kacke von gestern. Und was du machst, hat keinen Geschmack, dann ist kein Salz oder Alter. Ich kann euch alle drei wie Takis zerschmettern, ich mache. Yeah. Alter, no joke, das war krass, Kevin. Muss dir lassen. Und hör mal her, du kleiner Schmackofatz. Wenn ich dich disse, nimmt die Anzahl deiner Abos ab. Deine Fans werfen deine Shirts auf den Bett. Ey, Bro, aber noch kurze Frage, Kevin. Ey, mit welchem Toaster hast du das aufgenommen? Also, ist das der von Aldi gewesen für 5,99? Also, die Kameraqualität ist auf jeden Fall schon stark hier, ne? Muss ich sagen, also, ist schon stark. Deine Abos ab, deine Fans werfen deine Shirts auf den Wäscherhaufen, denn sie wollen lieber meinen Merch auf der Website kaufen. Es war klar, dass irgendwas noch zum Merch kommen musste, okay. iCrimex gibt dir Klicks auf seinen Nacken. Der macht nur mit, um seine Limo zu vermarkten und ich hab die... Oh, hier wird auch gegen Max geschossen, okay. Hören wir uns mal genau an. iCrimex gibt dir Klicks auf seinen Nacken. Der macht nur mit, um seine Limo... Der macht nur mit, um seine Limo zu vermarkten. Ah, okay. Vermarkten und ich hab die getestet, ich sag euch ehrlich, komm mal näher. Ich find die lecker, ich bestell mir davon mehr. Yo, Bro, okay, er hat doch nicht Max gedisst, er sagt, die ist lecker. Ja, also ich finde ja auch lecker, deswegen, ne, habe ich auch kein Problem gehabt, im Burger Pommes Song hier dick mit Max Paulberger Limo und so auch zu zeigen. Ist doch geile Sache. Kein Mensch ist in euer Kopf, das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt lüftet's aus, ihr wisst, ich bin der Beste. Ey, Bro, aber die Passage, also das muss man mir nochmal erklären, mit welchem Toaster das aufgenommen wurde, no joke. Jetzt im Brawl Stars und im Rap-Geschäft, ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Fuck, du Pommes in dein Burger rein, ich kick von deinen Songs sein Würgereiz. So, nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Hol mir alle Kiddies an, ich bin... Junge, als ob Max da auch drin ist. Oh mein Gott, der kleine Bruder von Kevin, als ob er auch seinen Part hier drin hat. Das hol mir alle Kiddies an, ich bin viel cooler als die. Du könntest niemals meinen Bruder besiegen. Ich würde lieber nie mehr rappen wollen an deiner Stelle, denn alle haten deine Lieder. Lukas, mach keine Welle. Junge, krass. Du hast 2 Jahre für einen Diss-Track gebraucht und kaufst mir Crimex alleine, hast du dich nicht getraut. Ich mache... Was? 2 Jahre für einen Diss-Track gebraucht? Bro, was für ein Diss-Track? Ich habe Burger Pommes Song ist ja kein Diss-Track, sondern ich habe einfach nur einen kleinen Seitenhieb verpasst, ne, Kevin? Tatsächlich habe ich dafür 2 Jahre gebraucht. Und kaufst mir Crimex alleine, hast du dich nicht getraut? Ja, Leute, ich brauche Rücken von Max, Alter. Ich brauche auf jeden Fall hier Paulberger Limo-Nacken, Alter. Und kaufst mir Crimex alleine, hast du dich nicht getraut? Ich mache zu Gold und du machst einfach nur Zeile für Zeile, gleiche Leier und nur peinliche Reime. Yo, ihr seid Brother, das ist ein Crime, ihr glaubt mit Huggies und Prime.
Ihr klaut mir Takis und Prime. Ich komm mit Nuggets und Fries und morgen klaut ihr das auf. Jo, warum raubt ihr mich aus? Die Credits taufen nicht auf. Du machst dich laufen zum Clown, so kriegst du auch keinen Applaus. Bestell mir Nuggets und Packerlis. Übrigens auch geiler Wagen, muss man sagen, hier. Bestell mir so ein, was ist das, ein SL? Man sieht hier auf jeden Fall V8. Okay, also ich weiß nicht, ist das ein Mietwagen oder was, Kevin, ne? Also ich will ja jetzt dir nichts hier irgendwie ne, vorwerfen, aber ich sag mal so viel, der Lambo in meinem Musikvideo, der war auf jeden Fall meiner, ne? Ich habe ja nichts mit irgendwelchen fremden Autos geflext, aber ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht ist es seiner, ich weiß nicht. Geht's und packe Lies. Bro, hau mal ab mit deinen Birdies. Und mach die Biege mit den 6 Rap-Songs. Lukas, keiner kann was machen, so bei Cash Games kommt, yeah. Kein Mensch, das... Oha! Er hat hier die Melone zerstört, Bro! Das ist Lebensmittelverschwendung, Mann! Die hätte man noch essen können, die war lecker! Den Eierkopf, das hier habt ihr euch eingebockt. Aber auf jeden Fall auch hier der Boxhandschuh. So, ich habe ja mit dem Boxhandschuh den Eierkopf kaputt gemacht, er macht die Melone kaputt. Aber Kevin, was hältst du davon? Wir lassen ein Ei gegen eine Melone antreten im direkten Battle und machen einfach mal so. Und dann gucken wir mal, wer noch ganz ist danach. Was glaubst du, gewinnt das Ei oder die Melone, Kevin? So, ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Fuck, du Pommes in ein Burger rein. Ich kick von ein Song sein Burger rein. So, nur die cool. Auf jeden Fall auch freshe SpongeBob-Socken, Kevin. So, nur die. Also, ich muss sagen, die SpongeBob-Socken hier. Also, die machen es auf jeden Fall aus am Ende. Also, ja, die sind heftig zu den Yeezys, Bro. Kevin, ich frag mich auch, wer trägt eigentlich noch Yeezys, Bro? Also, ich laufe ja auf Shocks mittlerweile, ne? Ey, die arme Melone, aber guck mal, Kevin isst die noch vom Boden, das ist Ehre. Digga, ich muss jetzt aber mal echt gleich Kevin anrufen. Ich muss den nochmal hier zur Rede stellen, Leute. Also seid gespannt, was ich hier Kevin nochmal sagen werde hier. Okay, Leute. Also auf jeden Fall muss ich ihn dann nochmal. Muss ich dann nochmal fragen. Leute, ich rufe jetzt mal Kevin eben an. Hallo? Yo, du Eierkopf? Ja? Ja, Kevin, ich habe da mal eine Frage an dich. Was für eine Frage, wann die Melone wieder heile gemacht wird, kann ich dir nicht sagen. Ich habe die aufgegessen. Ja, hast du da wirklich auch alle Stücke, die da auf dem Boden lagen, aufgegessen? Ja, habe ich alle aufgegessen. Hast du auch ausgelöffelt? Du weißt doch, ja, ich habe dich richtig aufgegessen. Okay, also ich muss sagen, ich habe gerade auf deinen Diss-Track reagiert, ne? Okay. Und schön, oder? Fand ich jetzt eher weniger. Ich muss... Ja, was soll das denn jetzt? Also auf jeden Fall, ich finde, ich sehe der Melone jetzt nicht so ähnlich. Also ich finde, das hast du ein bisschen schlecht gemalt, Bro. Das habe ich nicht gemalt, das war Ali. Ali war das? Ja, muss Ali beschweren. Ja, das hat er tatsächlich sehr schlecht gemacht. Und Bro, ich habe noch eine Frage. Mit welchem Toaster hast du das aufgenommen in dem Tunnel? Also weil die Kameraqualität ist da doch einfach echt krass gut. Musst du auch Ali fragen, Ali hat das gefilmt. Ja, nee, Bro, das hast du gefilmt, hast du die Kamera gehalten. Oh, das kann sein, dass ich dann eine Melonenkamera genommen habe. Die war wahrscheinlich von der Qualität nicht mehr so gut, weil die schon so ein bisschen angeknackst war, weißt du? Irgendwann ist mal die Melone auch vom McDonalds-Auto runtergefallen. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, also ansonsten muss ich sagen, Rap-Skill-technisch war das schon ein krasser Double-Time-Part von dir. Ja, Kevin, also da hast du... Hat es dir gefallen, wie ich die Melone aufgegessen habe? Ja. Mir haben auch deine Flows haben mir auch gefallen, Kevin. Nee, also Spaß beiseite, ich finde auf jeden Fall, hast du gut gemacht den Diss-Track, Kevin. Und wann kommt wieder die Antwort? Schieß los! In 2 Jahren, Bra! Ja, in 2 Jahren kommt dann wieder hier der Seitenhieb an dich. Ja, okay, ich freue mich schon drauf. Ja, Kevin, aber dann würde ich sagen, ciao, ciao, ne? Also Leute, auf jeden Fall geiler Diss-Track. Ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.